Laktoseintoleranz zu haben, also Milchzuckerunverträglichkeit, klingt erstmal nach einer großen Einschränkung. Tatsächlich kann man damit aber ja ganz beschwerdefrei leben, vorausgesetzt man isst das Richtige. Herr Dr. Saller, woran merke ich denn, dass ich Laktoseintoleranz habe? Menschen mit Laktoseunverträglichkeit leiden einige Zeit, nachdem sie eine Mahlzeit mit hohem Laktosegehalt verzehrt haben, unter Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit und manchmal auch Durchfall. Allerdings können solche Beschwerden natürlich bei vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch Magen-Darm-Erkrankungen auftreten. Und daher wird oft der Milchzucker erstmal gar nicht beschuldigt. Aber man kann die Laktoseintoleranz ja ganz eindeutig nachweisen. Es gibt verschiedene Tests, mit denen man sich Gewissheit verschaffen kann. Am häufigsten wird der H2-Atemtest durchgeführt. Man macht sich dabei zunutze, dass Patienten nach dem Verzehr von Milchprodukten mehr Wasserstoff, also H2, ausatmen als Menschen, die Milchzucker gut vertragen. Der Wasserstoffgehalt in der Atemluft wird dann mit einem speziellen Gerät gemessen, in das man hineinpusten muss, einige Zeit, nachdem man eine große Portion mit Milchzucker gegessen hat. Und ab einem bestimmten Grenzwert sieht man dann, das ist Laktoseintoleranz. Aber was hat denn der Milchzucker, den wir essen, mit unserem Atem zu tun? Bei der Laktoseunverträglichkeit fehlt ein bestimmtes Enzym, die Laktase. Es spaltet im Dünndarm den Milchzucker auf, sodass er vom Körper aufgenommen werden kann. Fehlt dieses Enzym, wandert der Milchzucker einfach weiter in den Dickdarm. Und die Bakterien dort spalten ihn auf in Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff. Der Wasserstoff ist völlig ungefährlich. Er gelangt über das Blut und die Lungen einfach in die Ausatemluft. Die anderen beiden Gase aber verursachen die typischen Magen-Darm-Beschwerden. Mit diesem Test kann man übrigens auch nach anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf Fructose oder Maltose fahnden. Wenn ich nun solche Beschwerden nach dem Essen habe, aber ich möchte vielleicht nicht zum Arzt gehen, kann ich denn auch selbst herausfinden, ob bei mir die Laktase fehlt? Ja, das ist möglich, wenn Sie eine gewisse Zeit auf Milchprodukte und andere Nahrungsmittel, die Laktose enthalten, einfach ganz verzichten. Denn die Symptome verschwinden dann möglicherweise. Und das macht die Laktoseunverträglichkeit ja schon recht wahrscheinlich. Die Klarheit kann man sich aber verschaffen durch ein Glas mit gelöstem Milchzucker, das man in der Apotheke kaufen kann. Bei einer Laktoseunverträglichkeit tauchen die Beschwerden dann wieder auf. Wenn Sie den Test richtig durchführen, liefert er durchaus zuverlässige Ergebnisse. Aber man kann viele Fehler machen, denn Laktose steckt eben in sehr vielen Nahrungsmitteln. Wer sich also ganz sicher sein will, sollte diesen Test beim Arzt durchführen,